Ich habe vor 24 Jahren Sophie Freud im ICE kennengelernt. Sie ist die Enkelin von Sigmund Freud. Sie erzählte mir, dass sie bei ihrem Opa zu Besuch war und Franz Kafka ebenfalls da war. Franz Kafka ist dann mit ihr in den Garten zur Schaukel gegangen. Dort durfte sie auf seinem Schoß sitzen und beide haben geschaukelt. Dann entstand ein Gespräch zwischen den Zweien. Szene. Garten der Freuds, ein sonniger Nachmittag. Die junge Sophie Freud sitzt auf einer Schaukel und liest ein Buch von Franz Kafka. Während sie liest, verliert sie sich in ihren Gedanken und stellt sich eine Begegnung mit dem Autor vor. Sophie Freud flüstert zu sich selbst: Was für wundersame Geschichten, die Herr Kafka geschrieben hat. Ich wünschte, ich könnte ihn treffen. In ihrer Vorstellung erscheint Franz Kafka und setzt sich auf die Schaukel und sie auf seinen Schoß. Kafka sanft lächelnd: Hallo Sophie, ich sehe, du liest mein Buch. Sophie überrascht: Franz Kafka, aber du bist doch... Kafka nickt: Ja, ich bin nicht wirklich hier. Aber Geschichten haben die Macht, uns überall hin zu begleiten, sogar durch die Zeit. Sophie: Opa erzählt immer von deinen Geschichten. Er sagt, sie sind sehr besonders. Kafka lächelnd mit einem Hauch Melancholie: Dein Großvater versteht die Tiefen der menschlichen Seele, genauso wie ich versuche, sie in meinen Geschichten zu erforschen. Sophie: Magst du ihn, meinen Opa? Kafka: Sehr. Er hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, Menschen zu verstehen und ihnen zu helfen. Es ist faszinierend, wie er die Geheimnisse der Psyche enthüllt. Sophie: Erzählst du mir eine Geschichte, Franz? Kafka: Natürlich, Sophie. Lass mich dir von einem Land erzählen, wo die Menschen sehr klein sind und in großen Burgen leben. Sie haben viele Geheimnisse und Rätsel, die nur mit Mut und Neugier gelöst werden können. Sophie, neugierig: Oh, das klingt spannend. Was passiert dann? Kafka: Nun, eines Tages kommt ein Mädchen wie du in dieses Land. Sie entdeckt, dass die Burgen nicht nur aus Stein, sondern aus Erinnerungen und Träumen gebaut sind. Jede Tür, die sie öffnet, führt zu einem neuen Abenteuer. Sophie mit leuchtenden Augen: Und das Mädchen, ist sie mutig? Kafka: Ja, sehr mutig. So mutig wie du, Sophie. Sie lernt, dass es in Ordnung ist, Angst zu haben, solange man immer weitergeht und die Welt mit offenen Augen betrachtet. Sophie lächelnd: Das ist eine schöne Geschichte, Franz. Kannst du sie mir nochmal erzählen? Kafka lächelt sanft: Natürlich, Sophie, Geschichten leben weiter, solange sie jemand liest oder erzählt. Szene endet mit Sophie, die das Buch festhält, während die Vorstellung von Kafka verblasst und sie wieder allein auf der Schaukel sitzt, tief in Gedanken versunken. Mein Resümee: Ich habe Sophie wirklich getroffen, Sophie Freud. Die kam in der Zahnärztin aus dem Prenzlauer Berg und war in Schloss Elmore zu einer Konferenz. Aber sie hat mich angeflunkert mit dieser Franz-Kafka-Geschichte. Und so habe ich euch eine Geschichte gebaut. Okay, tschüss.